So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play von Cadence of Hyrule. Die Demo haben wir schon gespielt, deswegen kenne ich so das Gameplay an sich schon, aber alles andere ist im Grunde blind, genau. Es ist blind. Starten wir es einfach und gucken, was passiert. Ich weiß auch nicht, wie viel von der Demo im Original, also da drin ist. Ob das noch mal ganz anders ist oder keine Ahnung. Wir werden sehen. Ne? Ich bin sehr gespannt. Aber einiges weiß ich jetzt natürlich schon von dem Spiel. Also ich werde es weiterhin als blind bezeichnen. Aber ja, ne? Die Demo ist halt bekannt. Alles, was in der Demo Content war, ist für mich bekannt. Was zum Beispiel auch die Story angeht. Gut, neues Spiel, let's go. Was ist anpassen? Du kannst die Einstellungen frei anpassen oder mit einem bestimmten Zufallsseed spielen. Du erlebst die Handlung. Dieser Modus wird für den ersten Durchgang empfohlen. Ja, ich will die Handlung erleben. Ah, ich verstehe. Ach so, wenn man einfach nur Zelda spielen will, ohne Beat. Nein, nein, wir wollen natürlich alles. Ah. Nach einem Game Over das Spiel endgültig vorbei. Oh mein Gott, das ist ja dann wirklich wie so ein Dungeon Crawler, wenn man das macht. Uff. Nein, nein. Wir brauchen Game Overs auf jeden Fall. Den Anfangswert für den Zufallsgenerator selbst festlegen. Bestimme den Anfangswert für den. Okay. So. Schauen wir mal, was hier. Ach so, jetzt muss ich das trotzdem machen. Okay. Ich weiß halt nie, ob man, wenn man das hier jetzt schon schlecht macht, ob man sich dadurch halt das Gameplay verhunzt. Aber gut. Die trauen mir wahrscheinlich zu, das ordentlich hinzukriegen. Ansonsten kann man es ja umstellen, wenn man merkt, es passt irgendwie nicht. Ich mag den, also ich finde die Darstellung immer noch großartig. And when the balance of power is inevitably Und ich lasse lost, jetzt natürlich laufen. Wir kennen es aus der Demo, aber vielleicht haben nicht alle die Demo gesehen. it's up Entsprechend to the passt es dann natürlich auch. courageous and the wise. To restore it. But sometimes, sometimes, they need a little extra help. Ich werde auch gleich mal den Sound noch ein bisschen leiser machen, aber fürs Intro ist okay. So. Wobei ist hier wirklich das Intro in Ordnung? Ich weiß, also bin es gerade nicht mehr sicher, was den Sound angeht. So, das kennen wir alles schon. Das ist tatsächlich auch nichts Neues. Das heißt, die Demo ist wie das hier auch. Gut. Das ist schon mal sehr gut. Es ist ein bisschen laut. Ein bisschen laut ist es tatsächlich. Ich habe auch, glaube ich, bei der Demo am Anfang ein bisschen runtergedreht, ne? So. Alles klar. Was kann man denn hier machen? Ah, dieses Schachbrett kann man auch ausstellen. Okay. Ja, das hätte ich gerne. Das hätte ich auch gerne. Das hätte ich auch gerne. Hilfe bei Farbe haben wir nicht, okay. Brauchen wir nicht. Weil Sprache ist ja eh Deutsch. Ach so, aber die Untertitel sind. Ja. Never mind. Ich bin doof. Alles gut. Alles gut.
Okay. Ja, wir sind nicht verletzt und wir fallen auch gleich in die eigentliche Welt rein. Das hier ist so eine Art Tutorial, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, es bringt jetzt auch gar nicht so... Ja, man hat jetzt schon 5 Herzen. Wieso hatten wir denn in der Demo 3? Wieso hatten wir denn in der Demo 3 Herzen? Wenn man eigentlich im normalen Spiel am Anfang 5 hat. Das wäre sehr hilfreich gewesen. Warum? Ja, wie man das spielt, überspringe ich jetzt, weil ich kenn's ja schon. Diesmal werde ich mich auch besser anstellen, was sowas angeht. Ich hab nichts gesagt. Ah. Ja, es ist aber die Demo, da komme ich. Also nee, nicht die Demo, ist jetzt das Tutorial, da komme ich einfach so durch. Oh, schade, da war nichts. So, Bosskampf. Gut. Jetzt ist wieder alles normal. Alles klar. So. Kennen wir alles. Und da ist das Portal. Moment, das sind 2 Portale. Möchtest du Link besuchen? Oder Zelda? Ach so, man kann es jetzt wahrscheinlich entscheiden, wer man wird. In der Demo konnten wir nur Link werden, aber ich möchte natürlich Link werden. Verstanden. So. Ach, das sind meine... Ach so. Sie hatte 5 Herzen. Cadence. Und jetzt ist das... Okay, jetzt ist auch, jetzt sind auch keine Rubine... Okay, ich hätte nichts sammeln müssen. Gut. Dieses helle Licht sieht aus wie das Triforce. Wusste ich doch, dass du jemand ganz Besonderes bist. Danke, dass du Link aufgeweckt hast. Er hat den ganzen Ärger verschlafen, also bleibe ich erstmal bei ihm und erkläre ihm, wie es um Hyrule steht. Du solltest schauen, wie du nach Hause kommst. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich irgendwann noch einmal. Freundin von Hyrule. Ihr werdet sicher eine Weile zu tun haben. Ich suche so lange nach einem Weg zurück in meine Welt. Man sieht sich. Gut. Du biegst dich mit Hilfe von... ja gut, das brauchen wir jetzt nicht lesen. Und aktuell kann ich nichts tun. Ne? Wir haben noch kein Schwert und so weiter. Genau. Okay. Jetzt bin ich gespannt, wo wir auf der Karte sind. Ja, es sieht tatsächlich... Nee, das sieht noch gleich aus. Ich bin froh, dass du aufgewacht bist, Link, aber während du geschlafen hast, ist in Hyrule einiges vorgefallen. Ich bleibe bei dir, um dir alles Nötige zu erklären. Ich nehme jetzt mal an... Ich pause hier kurz. Ich nehme jetzt mal an, das hier mein... Ja, guck mal, wir sind jetzt da unten und in der Demo waren wir irgendwo mittig. Ich glaube, die einzelnen Ebenen und Abschnitte, die werden random verteilt, aber ich glaube, die... Räume selbst sehen identisch aus, die es gibt. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht gibt es auch da nochmal einen Unterschied. Aber ich glaube, das wird einfach so ein bisschen unterschiedlich verteilt. Aber nicht die... die Haupträume selbst. Wisst ihr, was ich meine? Ja, so wie in Isaac, wo du ja auch verschiedene Räume haben kannst, aber die sich in ihrem Aufbau doch immer wieder ein bisschen ähneln. Und ich glaube, dass das nicht zu so random ist, sondern nur, wo sie sind. Dies ist deine Karte, kennen wir alles. Ja. Statuen und so weiter, Amulette. Genau. Und mit jeweils Amuletten wird das dann hier größer. Na, also, was ich jetzt meinte, dass zum Beispiel die Fläche, die hier ist, oder die hier in der Demo war, ist jetzt vielleicht hier unten. Ne? Solche Geschichten. Sodass es aber passt. Es kann natürlich nicht sein, dass der Strand... hier ist und das Gebirge ist zum Beispiel da unten. Ich glaube, das ist nicht möglich. Ich weiß es nicht, weil Strand müsste eigentlich hier unten sein, da wo halt die Map aufhört. So, zum Beispiel. Und ich denke, so in die Richtung kann man ein bisschen denken. So, jetzt brauchen wir erstmal unser Schwert. Ah. Aber erstmal das Schild.
Das kann ich mit R drücken und dann werden Sachen abgewehrt. Und hier komme ich in die Höhle, wo ich mein Schwert bekomme. Oder eine Schaufel. Gut, ist ja fast ein Schwert. So sieht man sich wieder. Link war dein Name. Hier nimm diese Schaufel, die ich gefunden habe. Ich habe schon eine, keine Sorge. Ich versuche noch immer herauszufinden, wie ich hierher geraten bin. Vielleicht treffe ich dich ja noch einmal, Fremder. So. Also Waffen nutzen sich nicht ab, Gegenstände schon. Diese Welt besitzt einige überraschende Ähnlichkeiten zu meiner. Zum Beispiel muss man sich, sobald Monster in der Nähe sind, zum Beat bewegen. Daran gewöhnst du dich schon, glaub's mir. Ja, hat in der Demo ein bisschen gedauert und nicht funktioniert, aber egal. Aber eines ist in deiner Welt angenehmer. Es sind keine Gegner da, kannst du dich so schnell oder langsam bewegen, wie du willst. Diese Welt ist okay, alles klar. Gott, das war der Text, aber man sollte also Leute öfter ansprechen. Das wissen wir ja auch schon. Da ist mein Schwert, jetzt sehe ich's, ich bin doof. Wo ist meine R? Da. Das hat nicht funktioniert. Besser. Genau. Was ich auch schon erfahren habe, wenn der letzte Gegner auf einem Bildschirm besiegt wird, lässt er Diamanten fallen. Wenn man tot ist, kann man die immer wiederholen, die Diamanten. Was sehr gut ist. Weil die gehen nämlich, wie es hier steht, nicht verloren. Genau. Aber ich versuche einfach mal gar nicht tot zu gehen. Wir können ja mal so tun, wie wenn das ein Herausforderungsmodus wäre. Der es jetzt nicht ist, aber wenn es einer wäre, dann würde ich ja entsprechend mich anders verhalten. So, also auch schön Rubine sammeln. Haben wir alles gesehen, das braucht man alles. Oh, hier kann man nach hinten. Ist hier vielleicht was? Außer meine Dummheit. Aber ist hier was versteckt? Nein, da ist nichts versteckt. Okay. Hier wohnt übrigens Link. Wer es noch nicht wusste, hier wohnt Link. Oh, das war Energie. Also Magie, also so Mana-Dings-Zeug halt. Ah ja, das war hier genau. Das Teleskop, damit wird die Karte größer. Nicht größer, sondern der Bereich, den wir sehen. Da. Na, jetzt sehe ich schon den ganzen Bereich hier, der aufgedeckt ist. So, speichern wird automatisch sein. Okay, let's go. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was... Ach ja, und im Wasser, das muss ich auch mal kurz demonstrieren, dass ihr das wisst. Im Wasser braucht man immer einen Schritt mehr, um rauszukommen. Ne? Ihr seht ja, wenn ich jetzt hier nach links und rechts drücke, hüpfe ich einfach durch. Und im Wasser... Hier. Ne, ist immer ein Schritt weiter. Das ist wichtig, wenn es komisch aussieht, wenn ich im Wasser versuche, mich zu bewegen. Daran liegt das dann. So. Okay, was haben wir jetzt hier für einen Raum? Ja, ich glaube, das ist ein anderer Raum als damals. Als in der Demo. Also, ne, das meinte ich, die sind so random verteilt. Da unten kommt auch direkt der Strand, logischerweise, weil wir gleich unten an der Karte sind. Erinnerst du dich an Octavo, den Musikanten, der dich hat einschlafen lassen? Während du geschlummert hast, hat er den König eingesperrt und sich in Schloss Hyrule verbarrikadiert. Das Siegel kann nur geöffnet werden, wenn du seine vier Instrumente der Macht besiegst. Link, wir müssen umherreisen, um diese Instrumente zu finden und zu besiegen. Ja, aber man sollte nicht mit drei Herzen durch die Dungeons laufen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Das ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee. Wir werden alles besser machen als in der Demo. Guck mal, ein Schikastein. Wusstest du, dass du nach einer Niederlage bei jedem Schikastein zurückkommen kannst, den du aktiviert hast? Ja, und es gibt auch später eine Möglichkeit, sich dahinter zu teleportieren. Die haben wir noch nicht, aber... Ja. Oh, der ist explodiert. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier... Ah, Mist. Ah, Mist. Gut, das war das. Sehr schön. Und jetzt kann ich mich noch ein bisschen umgucken. Aktuelle Bomben haben wir gerade noch keine, aber ich sehe jetzt hier auch nichts, wo ich was bomben könnte. Oh, das ist zum Wegschaufeln. Das habe ich gar nicht realisiert. Kann hier dann was drunter sein, weil hier so ein Weg ist?
Oder ist das jetzt dumm, dass ich das mache? Und verbraucht nur meine Schaufel? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ist es dumm. Gut. Gehen wir mal hier rein. Manche Gebiete wie diese kannst du nur mit Hilfe eines bestimmten Items durchqueren. Aber auch ansonsten gilt, mit kreativen Items kommst du schneller und sicherer vorwärts. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Hier sind keine Gegner. Das heißt, ich kann mich schon mal frei bewegen. Aber ich komme nicht an die Truhe. Dafür brauche ich so schwere Stiefel oder so ein Zeug. Ne? Und über das Eis komme ich wahrscheinlich auch nicht. Da rutsche ich wahrscheinlich komplett durch. Ja, da rutsche ich einfach komplett durch. Alles klar. Gib mir Energie. Gut. Ich seh schon, komm, wir werden gleich Game Over sein. Gehen wir mal zum Strand runter. Also ich werde mich auf jeden Fall, anders als in der Demo, wirklich sehr stark darum kümmern, erstmal gut auszurüsten, bevor hier irgendwas schief läuft. Manche Truhen wie diese hier sind versiegelt, bis du alle Gegner auf dem Bildschirm... Genau, das war das. Okay, kriegen wir den Raum hin? Ich hoffe. Jetzt kommt er nicht raus. Ah. Das war dumm. So. Und er muss nochmal. Okay. Ich habe da Bedenken, dass das hier gleich schief läuft. Das wird jetzt nicht treffen, oder? Warte, der geht wieder raus. Ah, der ist genau abgewehrt jetzt, ne? Oh oh. Wow, das war knapp. Ich habe ein bisschen Angst. Wie mache ich das denn jetzt? Ich bin gleich tot. Kann ich bei meinem Haus Energie holen? Ja klar, kann ich Energie holen. Hier könnte Energie drin sein. Perfekt. Dann sollte man sowas öfter mal machen. Einfach zurückgehen. Ne? Einfach zurückgehen. Weil wenn man nämlich tot ist, verliert man seine Rubine, die man gesammelt hat. Die Diamanten nicht, aber die Rubine. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ne? Das wollen wir nicht. Und vor allem, würde ich jetzt diesen Hardcore-Modus spielen, würde es bedeuten, tot ist gleich vorbei. Jetzt sind natürlich alle wieder da, klar. Ah, dumm. Aber ich kann nicht hier stehen bleiben. Der läuft von selbst. So, jetzt muss ich den da im Wasser mal erledigen. Oha. Ah, das ist blöd. Gut. Gut. Rubine verschwinden offensichtlich nicht von selbst. Das ist sehr gut. Das heißt, ich muss mich nie hetzen. Kann immer erst alles einsammeln, wenn alles vorbei ist. Gut. So, da kam einer raus. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Was macht der denn? So. Okay, jetzt muss ich den noch befreien. Dann hauen wir den noch weg. Okay, der zieht da einmal rum und dann zieht er einmal zurück, oder was? Jetzt bleibt er da. Okay. Dann gehen wir halt auch hin. Ach so, wenn ich... Ah, okay, wenn ich in seiner Richtung bin. Verstanden. Cool. So, da ist mein Diamant. Holen wir uns den Rubin. Da
komme ich auch irgendwie hoch? Oh nein, kann ich es nicht mehr verschieben jetzt? Ah, blöd gemacht. Aber jetzt erstmal die Truhe. Das ist ein Ring. Ich habe aber nicht gelesen, was er macht. Ring der Durchdringung. Damit können deine Waffen Schilde durchdringen. Okay, cool. Könnte man jetzt wahrscheinlich wechseln, wenn man einen anderen hätte. Oh, was ist das? Und wo ist das? War das gerade Pfeil oder irgendwas? Ich weiß nicht, was ich gerade gesammelt habe. Aber es, ich sehe es auch nirgends. Dann kann es nichts Weltbewegendes gewesen sein. So, ich will aber da hoch. Moment. Ah, sehr gut. Achso, das gibt mir ein Herz. Ich dachte jetzt, da ist vielleicht noch irgendwas. Gut. Soweit, so gut. Welche Richtung? Wir können ja mal gucken, wo weniger Gegner sind. Oder wo... Da ist so eine... Das sieht aber machbar aus, der Raum. Das dürfte okay gehen. Wir probieren es mal. Oh, der ist da unten. Das gefällt mir nicht. Ich glaube nicht, dass ich... Nee, das war die Frage. Das war dumm. Aber ich musste es ausprobieren. Ich war mir nicht sicher. Herz. Muss ich bis nach Hause, um mein Herz zu holen? Na gut. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Wie gesagt, da nehme ich mir jetzt gerne auch einfach mal die Zeit. Ne? Die Zeit nehme ich mir jetzt einfach gerne, weil... Ja, ihr seht auch, das dauert jetzt nicht so lange. Gut, aber wie kümmere ich mich um den da unten? Das wäre eigentlich besser, wenn ich das machen würde, wenn ich Bogen habe. Warten wir mit dem Raum mal. Wir warten mit dem Raum mal. Wir gucken mal in die Richtung. Okay. Oh, da kam einer raus, mit dem ich nicht gerechnet habe. Je länger am Stück du Gegner besiegst, ohne einen Beat zu verpassen oder Schaden zu nehmen, desto mehr Kraft sammelt die Beat-Anzeige. Solange es du fehlerfrei spielst, hinterlassen besiegt die Gegner mehr Diamanten, deine Ausdauer erhöht sich schneller. Und Gegner lassen wertvolle Beute fallen. Nice. Komm raus. Achso, ich bin zu nah dran, ne? Achso, da muss ich wieder nah ran. Oh, ich habe noch einen Deko-Kern. So, der hüpft jetzt darum. Jetzt kommt er zurück. Man muss die Muster erstmal verstehen, dann geht das besser alles. So, wie komme ich jetzt an den Vogel da ran? Der fliegt ganz komisch. So. Einer ist noch da oben. Da ist noch, oder? Nee, ist gar nicht. Ich dachte, da ist noch so ein Viech. Oh, was? So schnell gedrückt. Okay, ein Diamant. Ich glaube, das hätte besser sein können. Ich weiß es nicht. So, jetzt holen wir uns mal die Scroll. Und die vielen Diamanten hier. Rubine hier. So, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich die nicht versehentlich auswähle. Kann ich die auch wieder rausnehmen? Ich kann sie nur umsetzen. Weil ich halt versehentlich gerne mal dann schnell B drücke. Was haben wir hier? Deko-Kern, sammle so viele von ihnen wie möglich. Vielleicht gibt es ja jemanden, der an ihnen... Ach, das sind Sammelobjekte. Okay. Ah, okay, okay. Das sind Sammelobjekte. Dann ist das auch in Ordnung. Alles klar. So, jetzt kann ich hier auch direkt wieder schneller zu meinem Haus zurück. Solange ich die Fackel habe. Energie zu holen. Das geht hier am schnellsten mit dem Büschen da hinten. Das ist sehr gut. So. Gehen wir einfach mal in die Richtung weiter. Oh, ich mag die Remixes, hören sich so gut an.
Jetzt muss ich innerhalb von 74 Sekunden hier alles aufräumen. Okay. Sollten wir hinkriegen. Da oben ist einer, der ist frech. Ah, Beat verpasst. Wie besiege ich den denn? Aua! Jetzt ist nur noch er übrig, oder? Na toll. Haben wir bekommen. Was? Zeit abgelaufen. Ich habe die Truhe nicht bekommen. Habe ich gar nicht drauf war das 74 oder wurde das durch Treffer weniger? Jetzt gehe ich erstmal hier rein. Mist. So, was haben wir denn hier? Erstmal reden. Willst du vielleicht einen Schnorchel kaufen? Wahrscheinlich will ich das. Falls du Schwimmflossen hast, kannst du dann untertauchen und Gegner ausweichen. Ja, gut, habe ich noch nicht. Aber kann ja trotzdem den Schnorchel kaufen. Weil bevor die Rubine weg sind, kaufe ich einen Schnorchel. Den werde ich ja auch besitzt und behalten. Der scheint ja nicht sich aufzubrauchen. Er muss keinem Knopf zugewiesen werden. Mit ihm kannst du ein feldtiefes Wasser durchqueren. Oder wenn du die Schwimmflossen besitzt mit Hilfe von A, B, X oder im Tiefwasser. Ach so. Ein Feld tiefes Wasser kann ich, okay. Und das kann ich mir noch nicht leisten. Aber gleich. Ah, nice, es geht also wieder los. Gut, man kann es nochmal machen. Was denn? Der Ring? Der Ring. War ich wirklich so langsam vorher? Weg mit dir. So, wo ist das Viech jetzt hin? Nice, jetzt haben wir die Truhe. Oh, das ist ja großartig. Das ist ja großartig. Okay, sehr cool. Gut, gut, gut. Sonst ist hier nichts weiter zu sammeln, ne? Sehr schön. Okay, zwei Herzteile noch, dann haben wir schon ein Dings. Jetzt werde ich mal kurz versuchen. Wir haben auch gerade eine Bombe bekommen. Ich möchte jetzt einmal, nein, andersrum, so rum. Kann ich nicht? Ah, ich wollte halt dieses Scroll mal entfernen, weil ich die nicht versehentlich einsetzen will. Aber gut. Notfalls setze ich sie versehentlich ein. Das passiert dann halt. Hauptsache, ich spreng mich nicht wie in der Demo. Das war doof. Das war äußerst doof. Gut. Gucken wir uns mal den nächsten Raum vorsichtig an. Oha, zwei von den Großen. Das gefällt mir ja gar nicht. Aber ich weiß, wie sie gehen. Ich muss mich halt hinten ranschleichen, wenn ich die anderen vorher wegkriege. Ja, wir gucken mal. Was tue ich denn? Kann ich gerade nicht angreifen? Bin ich doof? Doch. Ich bin einfach doof, alles klar. Guck mal, da kommen die schon. Nice. Der hat sich verabschiedet und der verabschiedet sich genauso. Okay, die waren gar nicht so schwierig. Die waren im Dungeon, waren die viel gefährlicher. Mist. Oh, das ist ein Mimik. Okay, Dinge sind passiert. Komm ich jetzt da ran? So. Irgendwo muss noch ein Gegner sein. Ach da. Ach da! Mist.
denn doof? Das trifft einfach nicht, ne? Jetzt schießt er gegen. Ein Snare. Treffer. So, einmal eine Schaufel, eine neue. Oder ist es einfach nur... Ah ja, einfach die alte Schaufel nur neu ersetzt, ne? Irgendwie so. Ja, genau. Ja, ganz normale Schaufel. Okay. So, jetzt will ich mal gucken. Kann ich jetzt wirklich unter Wasser mit dem Schnorcheln? Ach so, eine... Okay, jetzt habe ich es verstanden. Eine Stufe kann ich mit dem... Alles klar. Gut, gehen wir mal zum Haus zurück. Hier haben wir ja auch alles geschafft. Holen uns Energie. Haben wir jetzt eigentlich... Okay, eine Sache machen wir schnell noch. Das sollte noch hinzukriegen sein. Yes. Eine Sache machen wir schnell noch, bevor wir den Part beenden. Wir holen uns unsere erste Flasche. Da kann ich doch bestimmt wieder Feen und so ein Kram reintun. Tränke, Fische, Bienen und Feen. Oha. Da gibt es ja einige. So, ich habe dich ausgekauft. Habe ich schon. Aber schön, dass wir darüber geredet haben. Okay. Danke fürs Gespräch. Gut. Also alles Mögliche kann man in die Flasche reintun. Sehr gut. Gut, 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 gut. Dann, wie gesagt, schließen wir hier mal den Part ab. Danke fürs Zuschauen. Kann ich hier eigentlich irgendwie so ein Erholschlaf-Dings? Nein, kann ich nicht? Okay. Dann lasse ich das. So, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.